Fünf Freunde, Folge 154. Fünf Freunde und die Geheimbotschaft in der Ruine. Am nächsten Morgen kam Walt Myers zum Frühstück, um zu sehen, wie es seinen jungen Schützlingen ging. Und weil die Freunde gleich wieder los wollten, packten sie noch vor dem Frühstück ihre Rucksäcke. Oh. Dann hast du alles? Wo ist denn mein Pulli? Hier. Du hast ihn. Ja. Dankeschön. Gerne. So. Hier ist mein Notizbuch und hier. Aber wo ist denn... Nanu? Das gibt's doch nicht. Was ist denn, Julian? Dick? Was? Hast du den Geheimbrief eingesteckt? Nein, Julian. Nachdem wir ihn Mr. Tamrock gezeigt haben, hast du ihn genommen. Weil dein Rucksack doch ein extra Fach für Dokumente hat. Ist der Geheimbrief da nicht mehr drin? Nein. Könntest du ihn denn irgendwo verloren haben, vielleicht? Aus dem Dokumentenfach kann nichts einfach so herausfallen. Da müsste ihn ja jemand gestohlen haben. Ja, wie denn? Wir hatten unser Gepäck doch immer dabei. Gestern Abend nicht. Da saßen wir bei Mrs. Doolittle im Wohnzimmer und die Rucksäcke waren hier. Aber wie sollte denn ein Dieb hier hereinkommen? Die Freunde sahen sich suchend um und entdeckten eine Tür zum Garten, durch die man unbemerkt zu den Gästezimmern gelangte. Das bestätigte auch Mrs. Doolittle, als sie am Frühstückstisch von ihrem Unglück erzählten. Ach, Kinder, ich wusste doch nicht, dass ihr etwas Wertvolles bei euch hattet. Dann hätte ich die Gartentür doch abgeschlossen. Mhm. Wer wusste denn von diesem Geheimbrief? Naja, da kommt eigentlich nur Mr. Tamrock in Frage. Aha. Aber Mr. Tamrock dachte doch, wir würden in der Pension Miller übernachten. Stimmt. Was machen wir denn jetzt? Der Geheimbrief ist ja eigentlich gar nicht uns gestohlen worden. Wir sollten die Mönche von Talisbury informieren. Ha. Habt ihr eine Telefonnummer von ihnen? Nein. Vielleicht ist es am besten, wir fahren dorthin. Naja, dafür müssten wir erstmal reparierte Fahrräder haben. Mhm. Nach Talisbury könntet ihr mit dem Bus fahren. Walt, dort auf dem Regal liegt der Busfahrplan. Suchen Sie doch mal eine Verbindung raus. Ja, Mrs. Doolittle. Was haltet ihr davon, wenn wir uns aufteilen? Julian und Anne fahren nach Talisbury. Und George und ich kümmern uns darum, dass unsere Fahrräder repariert werden. Vielleicht bekommen wir dabei noch etwas heraus. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zwischen den kaputten Fahrrädern und dem gestohlenen Geheimpapier einen Zusammenhang gibt. Ja, aber warum sollte jemand, der aus Mutwillen Fahrradreifen zersticht, einen alten Geheimbrief stehlen? Ja, gute Frage. Wann fährt denn ein Bus nach Talisbury, Walt? Ja, der Bus, Sekunde. Wartet mal, ich kann es irgendwie nicht finden. Entschuldigung, darf ich mal? Hier, Talisbury. Talisbury, Cambury, Wingwood. Und jetzt noch die Gegenrichtung. Da, der nächste Bus nach Talisbury fährt in einer halben Stunde. Na dann, esst, Kinder, bevor ihr los müsst. Gerne, dankeschön. Schon eine Stunde später stiegen Anne und Julian am Busbahnhof in Talisbury aus. Sie brauchten sich nur einmal umzuschauen, um das Ziel ihres Ausfluges zu entdecken. Die Kathedrale von Talisbury ragte mit ihren Türmen weithin sichtbar über die Dächer der Stadt. Über große Rasenflächen gelangten die beiden dorthin. Sie fragten einige Passanten, aber niemand wusste von einem Kloster. Deshalb gingen sie nun in die Kathedrale selbst. Vielleicht fanden sie ja dort einen Mönch. Sie betraten den gigantisch großen Innenraum.
Steinsäulen, die sich in zwei langen Reihen durch die riesige Halle zogen, trugen ein hohes Deckengewölbe. An den Seitenwänden zogen sich schmale Fenster in die Höhe. Durch ihr buntes Glas fiel mildes Tageslicht ins Innere. Zahlreiche Besucher gingen langsam und bedächtig über den Steinfußboden. Julian, ich glaube, hier sind nur Touristen. Tja, und der Mann dort drüben, der trägt eine Kutte. Die sieht aber irgendwie ganz anders aus als die von Bruder Bill. Ja, stimmt. Fragen wir ihn trotzdem. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn wir stören. Guten Tag, Kinder. Womit kann ich dienen?